Soldaten! Wir werden das uns zugedachte Gebiet jetzt sofort besetzen. Strengste Geheimhaltung ist natürlich erforderlich. Und natürlich keinen Funkverkehr. Los geht's! Jungs, man hätte ihnen die Wahrheit sagen müssen. Dann wären sie nie gekommen. Weißt du, Leon, du solltest runtergehen und sie begrüßen. Also, wenn ihr mich fragt, Jungs, ich finde, sie sollten sich erst mal alleine umschauen. Du hättest sie nicht belügen dürfen. Die Bevölkerung hat ein schlechtes Gewissen und das ist nicht gut. Ich frag mich, wo die Leute alle sind. Niemand zu sehen. Noch nicht mal Leon. Hey Mann, das gibt's doch nicht. Wir müssen uns verlaufen haben. Was hat er noch gesagt? Ein wundervolles Eckchen. Also ich meine, er hätte Fleckchen gesagt. Aber ist doch egal. Und wo ist der Fluss? Die Füße im Wasser? Also wenn er mich fragt, der Typ hat uns verarscht. Oh, Scheiße! Jeder Park anders. Pass auf, dass sie der Motor nicht absäuft. Du hast uns übers Ohr gehauen, du Schmutzfuß. Hat er recht. Vertrag ist Vertrag, das kann man nicht ändern. Dafür sollte man dir die Fresse polieren. Ja, genau. Gib mir mein Zimmer. Jawohl. Schickt der Hund uns gerade auf die Müllkippe, das gibt's überhaupt nicht. Und zu ihm wieder. Ja. Und in die Eier. Gib noch einen Nachschlag. Was werden da? Bravo! 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 Ich finde, man sollte ihnen helfen, diesen ganzen Mist wegzuschaffen. Das finde ich auch. Mir nach! Oh, ja. Mir nach! Und schnipp! Und schnapp! Hast du mal ein bisschen auf mit dem Ding? Freunde, ich sage euch, körperliche Arbeit ist nichts für einen Denker wie mich. Das geht mir zu sehr in die Knochen. Wir sollten eine Pause machen. Na, Jungs, das wird doch nichts. Passt auf, ich mache es euch mal vor. So, schön her und jetzt geht's los. Ja, ja, und gleich das Kreuz durch. Vor, zurück, nein. Schön das Kreuz durch. Ja, gut. Eins, komm mal vor mit der Tanzschule. Eins. Und gut. Thank you.
Scheiße. Die hätten wenigstens vorher Bescheid sagen können. Du bist der Bürgermeister. Du musst runtergehen und ihnen den Weg versperren. Ganz genau. Du sagst ihnen im Namen der Bürger, wir fordern sie auf, von hier zu verschwinden. So ist es. Ich, ausgerechnet ich. Du sprichst doch von uns am deutlichsten. Gib mir mal einen Schluck. Wisst ihr, ich frage mich immer wieder, warum der uns eigentlich engagiert hat. Das ist wahr. Was machen wir eigentlich hier? Hey, Jungs, die große Armee besucht uns. Das ist nicht möglich, ich träume. Kneif mich mal. Legion! Hey! Rechts ab! Mein Kommandant! Das ist ja eine Überraschung. Was macht ihr denn hier? Na und Sie? Aber das sind ja meine drei Mistkerle. Sie an. Ich habe soeben dieses Gebiet besetzt. Aber das gehört uns. Wieso gehört das euch? Weil wir es gemietet haben. So sieht es nun mal leider aus. Im Namen der Republik befehle ich Ihnen, diese Sperre zu öffnen. Dazu haben Sie kein Recht, wir haben es gemietet. Ja, für 99 Jahre. Jetzt fängt es bei mir langsam an zu klickern, warum man uns hier überhaupt engagiert. Du sagst es, mein großer Bruder. Nun, meine Freunde, man hat euch beschissen, ausgetrickst. Ihr sollt doch nur die Drecksarbeit für die anderen machen. Ihr seid doch nur nützliche Idioten. Wir sind Idioten? Idioten? Würden Sie das bitte wiederholen? Also, ich erwarte eine Entschuldigung. Es ist gut, ist schon gut. Beseitigen Sie bitte diese Sperre. Meine Helden sind müde, immer so im Kreis zu laufen. In unser aller Namen appelliere ich an Ihren Patriotismus. An Ihr Soldatenherz. Ich appelliere an Ihre Menschlichkeit, Ihre Großzügigkeit. Ich appelliere an Ihre Sensibilität. Es ist doch nicht eine Laune von mir, die mich treibt, dieses Gebiet zu besetzen, sondern eine menschliche Notwendigkeit, der sich euer Veteranenherz nicht verschließen kann und nicht darf. Wundervoll gesprochen. Ich wusste gar nicht, dass der einen Kurs in Psychologie belegt hat. Schau dir doch mal die Leute an, die können wir doch nicht enttäuschen. Hört zu, meine Freunde. Ihr werdet euch ja nicht von einer Bande Zivilisten beeindrucken lassen. Wir sind hier durch den Willen des Volkes und wir werden uns nicht von Bajonetten vertreiben lassen. Ja, nur über unsere Leichen. Ich gebe euch 48 Stunden Zeit, diesen Platz hier zu räumen. Danach kann ich für nichts mehr garantieren. Die Antwort ist leck unterm Arsch. Fahren Sie zurück. Unser Leon. Den will nur nach der gewaltigen Marschplatz. Darauf kannst du dich verlassen. Haben Sie das gelesen, Kommandant? Reserviert für Nomaden. Ich werde denen zeigen, was Nomaden sind. Machen Sie sich nichts draus, Sergeant. In 48 Stunden werden Sie die Nomaden sein. Was für ein Mann, hä? Toll, dass wir an seiner Seite kämpfen.